Ich liebe es, mir Koch-Challenges anzusehen. Die sind so lustig. Oh nein, bloß nicht das. Ich habe keine Wassermelone mehr. Ich will mehr. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache mir meine eigene Koch-Challenge. Los geht's. Oh, Hallöchen. Ich wünsche mir eine Wassermelone. Könnt ihr sie bitte kochen? Aber natürlich doch, meine Liebe. Also, ich fange an. Zuerst schneide ich den oberen Teil der Wassermelone ab. So ist gut. Da kommt das Fruchtfleisch. Das werde ich mit einem Stabmixer aufweichen. Oh, ich mach das Gelbe. Könnt ihr bitte vorsichtiger sein? Ich bin jetzt voller Wassermelone. Alles nur wegen euch. Ups. Tut mir leid, Oma. Also, jetzt brauche ich diesen Bonbonspender. Ich will jede Farbe von diesen Skittles benutzen. Ich zeige euch meine Idee. Ich mache ein leckeres Wassermelon-Skittles-Gelee. Die Kleine mag nämlich alles davon. Also, erstmal alle Farben reinkippen. Und jetzt nehme ich mir Gelatine. Die Mischung ist bereit. Ich muss sie nur noch in die Wassermelone kippen. Das wird sicher unwahrscheinlich lecker sein. Jetzt muss ich die Wassermelone nur noch abkühlen. Mal sehen, was ich hier habe. Oh, so viele Leckereien. Miley, du wirst doch nichts dagegen haben, wenn ich mir meine Mentos nehme. Ach, sie hat nichts gesehen. Diese Minzbonbons werden mir einen Eisatem verleihen. Boah, schön kalt hier. Schon wieder hat sie sich was überlegt. Ich habe auch eine coole Idee. Ich mache ein Honiggelee und kippe es in meine Wassermelone. Das wird sicher lecker. Zuerst muss ich meinen Kaugummi schmelzen lassen. Dafür benutze ich diese mega scharfen Takis-Chips. Wobei, mir ist was anderes eingefallen. Oma, nimm dir was. Schmeckt ja interessant. Ach du meine Güte, mein Mund brennt. Super, Oma, das ist genau das, was ich brauche. Du hast meinen ganzen Kaugummi geschmolzen. Du hättest mir sagen müssen, dass das scharfe Chips sind. Oma, willst du vielleicht eine Schokolade? Oh, danke schön. Jetzt drehe ich die Flasche um und alles fließt in die Wassermelone. Oma, und was machst du? Ich werde meine Wassermelone schokoladig machen. Das hat meine Oma mal gemacht. Also, ich schneide die Wassermelone in Stückchen. Jetzt schneide ich jeweils die Mitte aus. Und in die Mitte lege ich jetzt Schokolade. Aber zuerst muss ich sie schmelzen lassen. Jetzt brauche ich schön viel Schlagsahne. Und jetzt kippe ich da meine geschmolzene Schokolade hinein. Alles schön verrühren. Was für eine leckere Schokocreme. Damit fülle ich meine Wassermelone. Britney, lass es dir schmecken. Wow, so viele Leckereien. Ich will mit dieser Wassermelone anfangen. Ist das etwa Schokocreme? Oh, voll cool. Sowas habe ich noch nie gegessen. Aber das gefällt mir. Toll. So, was haben wir hier sonst noch? Oh, ich will diese Wassermelone probieren. Fantastisch. Das ist ja ein Gelee mit Skittles. Wie cool. Lecker Schmecker. Diese Wassermelone gefällt mir auch. Jetzt bleibt mir noch die letzte. Oh, wow. Was für eine Füllung. Das sieht total appetitlich aus. Ich beiß mal rein. Das ist ja eine Kaugummifüllung. Heißt das, ich kann eine Kaugummiblase machen? Tatsächlich. Voll lustig. Also, ich weiß, meine Schwester Miley hat gewonnen. Wirklich jetzt? Mir fehlen die Worte.
Jetzt wünsche ich mir ein paar Nudeln. Kein Problem, Kind. Also, ich nehme diese ganz besonderen Nudeln hier. Die heißen Cannelloni. Die sind groß und lecker. Ich lege sie in eine runde Form. Und jetzt lege ich in jedes Stück ein bisschen Käse rein. Obendrauf kommt Tomatenmark, um alles noch leckerer zu machen. Oh, wisst ihr was? Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch mehr Käse. Den werde ich noch drüber reiben. Dafür benutze ich einen Oma-Lifehack. Ich benutze einfach meinen Kiefer dafür. Wunderbar. Was für ein funktionelles Gebiss. Oma, bist du schon fertig? Na, man sieht gleich, dass das Amateure sind. Ich bin ein Profi. Und deshalb mache ich zuerst den Nudelteig. Und zwar selber. Nach einem bewährten Rezept von meinem italienischen Freund. Jetzt gebe ich zu jedem Stück Teig ein bisschen Lebensmittelfarbe. Oh ja, das ist gut. Jetzt muss ich meinen bunten Teig ein bisschen ausrollen. Dafür benutze ich eine extra Maschine. Herrlich. Jetzt schneide ich ein paar Stücke ab. Jeweils gleiche Streifen. Und ich habe bereits eine Schicht aus normalem Teig vorbereitet und ausgerollt. Darauf legen wir jetzt die Streifen aus farbigem Teig. Alles schön ausrollen. Und jetzt lege ich da die Füllung rein. Bei mir werden das Garnelen sein. Jetzt schneide ich den Teig wieder in Stücke. Und daraus mache ich jetzt kleine Nudelbonbons. Die brate ich jetzt. Wenn wir fertig sind, können wir alles auf einem Teller servieren. Hier fehlt noch ein bisschen Soße und fertig sind wir. Na, habt ihr mich schon vermisst? Meine Nudeln sind fertig. Schaut doch nur, wie hübsch das aussieht. Ich hätte es fast selber aufgegessen. Also, ich muss auch noch was machen. Mein Wasser kocht. Jetzt nehme ich mir ein paar Instant-Nudeln. Gib da die Gewürze rein. Kippe mein Wasser drüber. Alles umrühren und fertig sind wir. Wow, das sieht alles so appetitlich aus. Zuerst probiere ich diese Bonbons hier. Die sehen ja cool aus. Aber schmecken tun die furchtbar. Ich mag keine Garnelen. Igitt. Oh, sind das etwa chinesische Nudeln? Die müssen sicher lecker sein. Oh ja, gefällt mir total. Ups, oh nein, nein, nein. Die sind ja mega scharf. Nee, das war zu viel für mich. Ich habe keine Lust drauf. Oh, das sieht ja appetitlich aus. Wahnsinn, so viel Käse. Riecht herrlich. Oh, wow, das schmeckt so gut. Gefällt mir total. Oma, du hast gewonnen. Oh, wirklich? Der Sieg ist mein. Also, mein Bild ist fertig. Diesmal wünsche ich mir was aus Schokolade. Oh ja, das ist eine gute Wahl. Ich werde doch liebend gerne was aus Schokolade machen. Ich habe sogar die passenden Förmchen. Herzform natürlich. Also, da lege ich jetzt ein paar M&Ms rein. Und ein paar Gummibärchen. Und obendrauf kommt noch ein bisschen Brause. Oh, das wird sicher mega lecker. Und außerdem habe ich noch mega leckere Nutella. Oh, ich liebe die. Ich glaube, die kippe ich auch noch hinzu. Hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Und das alles stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Wir sehen uns bald.
Oh, Kind, das hast du dir gut überlegt. Bravo. Ich habe mir auch schon was überlegt. Also, zuerst schiebe ich diese Schokotafeln in den Ofen. Richtige Hitze einstellen und jetzt ein bisschen abwarten. In der Zwischenzeit schneide ich meine Beeren in Scheiben. Frische Erdbeeren und Blaubeeren. Meine Schokolade ist fertig. Mal sehen, was daraus geworden ist. Oh ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Die Schokolade ist geschmolzen. Jetzt vermischen wir all die Schokosorten. Was für ein schönes Muster, nicht wahr? Das brauche ich nicht mehr. Jetzt ist es Zeit für unsere Beeren. Das sieht nicht nur hübsch aus, das wird noch mega lecker. Ja, also jetzt zeige ich dir mal, was coole Schokolade ist. Wunderschöne, blaue, porige Schokolade. Da kommt noch ein bisschen Glitzer hinzu, aber das ist noch nicht alles. Ich will daraus einen Ozean machen. Daraus machen wir Wellenschaum. Noch ein bisschen Zucker, noch ein paar Details, ein paar Muscheln natürlich. Mein Meisterwerk ist fast fertig. Jetzt nehme ich mir noch ein Stück Schokolade, kippe da Erdnussbutter drauf und voilà. Oh, das hast du toll gemacht. Wartet mal, ich habe auch coole Pralinen gemacht. Oh, wow, Wahnsinn. So viel Schokolade und alles nur für mich. Ich mag diese Pralinen. Voll die schönen Herzen. Fantastisch. Sieht total appetitlich aus. Schmeckt mega lecker. Und jetzt noch das letzte Stück. Wow, das sieht ja toll aus. Ich muss sofort reinbeißen. Boah, wie lecker ist das denn? Wen soll ich denn auswählen? Okay, diese Schokolade hat gewonnen. Ja, ich wusste es doch. Das ist ja toll. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.